Hallo, heute ist Dienstag. Ich gehe jetzt gleich noch ins Kino, weil ich 4 Gutscheine für Karten bekommen habe vom Centre. Und wir gehen in eine Frau mit berauschenden Talenten, heißt der Film. Und wir fahren jetzt gleich los. Nicht so fett auftragen wurde am Ende. Also ich fand es zwar nicht langweilig. Schwenkt nach oben. Ich habe mir mal wieder Essen gemacht, ein bisschen Reste essen. Hier einmal Kürbis, Linsen, Curry, Salat nebendran und irgend so ein Pfannenrestebrot. Ja, hallo. Ich dachte, ich setze mich noch kurz raus, jetzt bevor es dunkel wird schnell, und erzähle noch ein bisschen. Beziehungsweise sage erstmal, wie froh ich bin, dass ich heute einen neuen Trick gelernt habe. Das war echt ein Kampf. Ich dachte mir schon so, boah, ich stagniere jetzt schon seit dem vorletzten Mal und ich habe den Kickflip verlernt und ich war schon dabei, ein bisschen keine Lust mehr zu haben auf Skaten, aber jetzt habe ich zum Glück heute den Shove It Body Burial gestanden und ich bin so froh. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Motivation. Ja, ich hatte Geburtstag letzte Woche. Ich bin jetzt 19 und irgendwie hat sich nichts verändert. Wer hätte es gedacht? Es hat sich nichts geändert und trotzdem denke ich mir so, 19 klingt so alt. 19 ist so... Ich hätte nicht gedacht, dass ich 19 werde. Also, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, ich werde 18, dann bin ich erwachsen und dann bleibt es stehen. Also, eigentlich ganz dumm, aber
ich finde es super komisch, jetzt zu sagen, dass ich 19 bin. Ich sehe immer öfter irgendwelche Leute. Ich denke mir immer so, boah, die sind so erwachsen. Und dann fällt mir ein, warte mal, die sind so alt wie ich. Die sind nicht so viel älter. Das ist seltsam. Ja, erwachsen zu sein. Erwachsen. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall nicht erwachsen. Aber trotzdem. Es ist irgendwie immer öfter so, dass ich merke, es gibt andere Erwachsene, die sind so alt wie ich, also bin ich ja eigentlich auch erwachsen. Das war auf jeden Fall richtig cool, dass ich an meinem Geburtstag zu Pia gefahren bin. Das Wochenende war mega cool. Und ich bin richtig dankbar, dass ich einfach alles so erleben kann und das, ja, ist einfach toll. Und jetzt noch zusammen mit dem neuen Skate-Trick und ja, mit allem ist klasse. Und jetzt geht's weiter mit 19. Ein neues Jahr, bei dem viel passieren wird, wahrscheinlich. Morgen ist Sonntag, deswegen gehe ich jetzt noch kurz einkaufen und dann geht's nach Hause und dann schneide ich noch. Hallo, es ist schon sehr, sehr spät. Katrin wurde heute mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und wir wurden alle ins Restaurant eingeladen nach der Verleihung. Und ich bin jetzt erst nach Hause gekommen. Und es war sehr lustig. Es war sehr toll. Zwischendrin hat mein Gehirn einfach ausgeschaltet, weil die ganze Zeit irgendwelchen französischen Gesprächen zu folgen ein bisschen, ja, anstrengend ist. Aber es war an sich sehr cool. Ich beende den Vlog hiermit und sage dann tschüss, bis zum nächsten Video. Nicht, dass es so bleibt und ich hab also, Moment, das war echt ein Kampf. Es ist eigentlich logisch. Trotzdem, irgendwie klingt 19 so alt. Wind. So.